Hallo liebe YouTuber, jetzt wollen wir das neue My Old Favorites Spiel enthüllen, denn das Spiel ist... Und damit ein herzliches Willkommen zu My Old Favorites Warcraft 2 Battle.net Edition. Ja, das ist das neue My Old Favorites, das ich jetzt spielen werde. Es ist das, soweit ich weiß, das erste RTS, was ich überhaupt gespielt habe. Damals kam mein Vater und meinte, Sohn, hier hast du ein Spiel, da killen sich gegenseitig Menschen und Orks. Und ich habe gesagt, cool, da legen wir mal los. Ich meine, das Spiel ist ja jetzt schon eine Weile raus, also ich war da vielleicht 10 oder 11 maximal. Eigentlich gar nicht so angemessen für mein Alter, aber ich habe es gesuchtet wie wahnsinnig. Also das war echt so eine Offenbarung für mich für dieses Genre. Und damals war es ja noch nicht die Battle.net Edition, die ist ja jetzt nicht so alt, die ist ja für XP, glaube ich, rausgekommen. Und ich habe jetzt letztens rausgekriegt, dass ich hier auch das Add-on Beyond the Dark Portal dabei habe, was ich eigentlich nie wirklich gespielt habe. Also ich habe das alte Tides of Darkness natürlich in der vorigen Version gehabt, habe mir irgendwann die Battle.net Edition auch noch gekauft und habe aber das nie wirklich richtig komplett nochmal durchgespielt. Und das wollen wir jetzt wirklich tun. Deswegen beginnen wir einfach mal, aber ich werde als erstes die Menschen kommandieren, weil ich fand die Menschen schon immer cooler damals. Deswegen beginnen wir erstmal mit der Menschenkampagne. Schauen wir uns das mal das Briefing an. Ihnen als dem Befehlshaber der südlichen Verteidigungslinie trägt Lord Terranas auf, am Fuße der Hillsbrett-Berge einen Vorposten zu errichten. Es gibt Gerüchte, wonach orkische Plünderer dort ihr Unwesen treiben. Doch ein Zusammenhang mit einer größeren Offensive durch die Horde bleibt zunächst unbestätigt. Ihr Vorposten hat die Truppen der Allianz mit Nahrungsmitteln und Informationen zu versorgen, was zumindest 4 Bauernhöfe erfordert. Zur Absicherung der Operation müssen sie auch eine Kaserne erbauen. Na, ziemlich simpel. 4 Höfe bauen, eine Kaserne errichten. Wir müssen nichts angreifen, nichts killen und gar nichts. So, und schon geht's los. Hier haben wir unseren Jo. Arbeiter. Alles Da klar. oben haben wir eine Goldmine. Eins der wichtigsten Ressourcen, Gold. Wir müssen auf jeden Fall Arbeiter bauen und Gold abbauen. Ganz simpel. Ja? Hier haben wir zwei Ja, Soldaten. Milord. Die Ja? Ja, Standardeinheit. Milord. Für Kämpfe bzw. Verteidigung und was auch immer. Ja, Und wie ihr jetzt seht Milord. hier oben, das ist Food bzw. Essen. Das ist so in der Form, wie viele Einheiten ich zurzeit bauen darf. Ich habe jetzt 5 von 5 abgedeckt. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einen neuen Hof bauen, das hier, um die Produktion wieder anzutreiben und den Verbrauch weiter nutzen zu können. So, Alles das machen wir klar. mal. Sofort, sofort, Und stets zu ja, Diensten. wie im typischen RTS, hier oben haben wir die Map. Die ist jetzt nicht besonders groß, ist ja auch die erste Mission erstmal. Und wir müssen nicht mal die Umgebung überhaupt durchschauen. Wir können auch einfach nur das Zeug bauen und dann sind wir fertig. Also es ist eine ziemlich simple Mission. Aber das soll uns ja auch sozusagen erstmal zeigen, wie das Spiel sozusagen anfängt, was man machen kann. Neben Gold gibt es auch noch Holz, im Englischen auch Lumber. Damit bauen wir spezielle zusätzliche Sachen wie ein Sägewerk und weitere Funktionen beziehungsweise andere Gebäude, wie die Kaserne, dafür brauchen wir auch Holz. Reicht, glaube ich, auch gar nicht aus für diese Mission, weil neben den Höfen 250 und der Kaserne 450 brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Holz zum Abbauen. So, jetzt haben wir zu wenig Gold. So. Also, wir bauen sozusagen unsere kleine Stadt erstmal auf und sozusagen Vorposten zu errichten, das ist unsere Mission. Und wie ihr bereits sehen könnt, was man ja eigentlich in der heutigen Zeit schon kennt, ist der Nebel des Krieges. Das ist dieses Zeug hier. Sozusagen ein Gebiet, was man schon bereits entdeckt hat, aber wenn man sich währenddessen nicht darauf aufhält, dann wird er mit diesem Nebel wieder verdeckt. Diesen kann man auch in diesem Spiel ausschalten. Das habe ich nämlich früher gemacht. Gerade so damals, als ich damit angefangen habe. Noch ziemlich jung, mit diesem Genre nicht wirklich was zu tun gehabt, habe ich mir gedacht, was soll denn der Mist? Was soll ich mit so einem Nebel? Ich meine, ich will sehen, was da passiert, während ich da schon mal gewesen bin. Habe also immer schön den Nebel weggemacht und habe mich erfreut, was die KI gemacht hat und habe auch alles immer vorsichtshalber vorausgesehen und verändert. Kann man natürlich gerade heutzutage im Multiplayer online nicht wirklich machen, weil das wirklich ein Cheat ist.
Aber damals haben wir gedacht, was soll denn diese bescheuerte Funktion? Das ist doch total bescheuert. Das Ding wieder zuzumachen und ich weiß nicht, was passiert. Das ist ja voll ungenau und bringt mir ja gar nichts. Das ist natürlich jetzt was anderes. Nach langer Erfahrung mit RTS und sonstigen ist das natürlich ein Feature, was auf jeden Fall benutzt wird und wichtig ist. Deswegen werde ich jetzt in diesem neuen Spiel natürlich den Nebelkind des Krieges anlassen und werde mal schauen, wie gut wir durch die Kampagnen durchkommen. Interessanterweise kann ich mir noch eine Menge merken, was damals gemacht wurde, also was für Taktiken ich hatte, wie die Maps aussehen, was die Gegner gemacht haben. Und ich sehe gerade, oha, so viel Gold war da ja gar nicht drin. Warum auch hier? Ja, das habe ich mir so voll gequatscht, dass ich gar nicht wusste, wie viel Gold ich überhaupt besitze. Scheiße. Da müssen wir doch mal. Ich meine, hier unten ist auf jeden Fall eine Goldmine, aber da sind natürlich auch Gegner. Aber ich glaube, mit den Kriegern kommen wir aus. Wir sind so ein paar Orks eins vereinzelt am Rumlaufen. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Oha, hier sind gleich drei. Scheiße, jetzt könnte es sogar noch gefährlich werden. Wir müssen ein bisschen den Angriff konzentrieren. So, so geht das ganz einfach. Und ich meine, hier unten ist die Goldmine. Da ist sie. So, ich habe völlig vergessen, worüber ich gerade geredet habe. Irgendwas mit Nebel, dann war was mit Baron, glaube ich. Verdammt. Kommt mal hier runter. Jedenfalls, meine Taktiken, meine alten Taktiken, das war das. Die habe ich noch alle im Kopf. Also ich weiß echt tatsächlich noch, wo ich hin muss, wo was ist und wie ich meine Units hingestellt habe. Gerade damals war ich ja so ein typischer, wie nennt man das nochmal? So ein... Oh Gott, jetzt fällt mir das nicht ein. So ein Schildkröten-Dings. Also einfach alles zubauen, Units überall hinbauen und erstmal alles groß machen, bis man einfach den Gegner überrennt. Gerade heutzutage natürlich durch Online-Gaming hat sich das verändert im Sinne von, ja, okay, jetzt greife ich früh an, habe meine Taktiken, nach 5 Minuten wird der erste Angriff gemacht und der Gegner unterbunden. Das geht natürlich online sehr gut. In der Kampagne hat der Gegner natürlich schon einen riesen Base oder so, da macht das natürlich nicht so viel Sinn. Aber ich bin mal gespannt, wie viele alte Mechaniken, die ich angewendet habe, sich wiederholen werden. Und ich werde euch natürlich immer darauf hinweisen, wo ich was gemacht habe. Und wie ich das vielleicht diesmal anders machen werde, mal schauen. Das könnte ganz spannend werden. So, und jetzt sind wir in dem Spiel schon ziemlich weit vorangeschritten. Ich habe den letzten Hof jetzt fertig und brauche nur noch die Kaserne. Da fehlt mir jetzt noch 100 Gold, was jetzt auch kommt. Los, lauf, kleiner Mann. Was soll das? Was soll das? So. Warum auch nicht? Was ich auch immer schön interessant fand in diesem Spiel war diese Funktion, indem man mehrmals auf die Units klickte und dann die Gespräche immer hören konnte. Ihr Befehl? Ja? Jetzt entscheide dich! Fasst du mich immer noch an? Hast du kein Königreich zu regieren? Ich bin schon beschäftigt. Komm zur Armee, haben sie gesagt. Sieh dir die Welt an, haben sie gesagt. Ich will lieber segeln. So, das war sozusagen von dem Soldaten. Also jeder einzelne Unit von Orks und Menschen hatten so eine eigene, so ein Gesprächsmuster, was sie sagen, wenn man die immer wieder anklickt. Also da sind ein paar richtig lustige Sachen drin. Ich werde versuchen, während des Let's Plays hiervon das immer mal wieder zu holen, ein paar andere Units anzuklicken, wenn ich dran denke und wenn ich nicht unter Stress stecke oder so. Aber zu dieser Mission sind wir nämlich jetzt erstmal fertig. Yippie, geschafft! Ein paar Sekunden warten. Ein paar mehr Sekunden. Da! Glückwunsch, Sie sind siegreich. Speichern wir doch mal ab. So, Mission 1. Ne, jetzt haben wir nur Mission genannt. Egal, Mission. So. Das war die erste Mission. Ja, nicht besonders spektakulär, aber das macht ja nichts, denn wir springen sofort in die zweite rein zum Briefing. Die geheimnisvollen Elfen von Silver Moon haben ein Bogenschützenkontingent nach Süden geschickt, um eine mögliche Bedrohung durch die Orks auszukundschaften. Unsere Spione berichten, dass diese Elfen kurz hinter Alterac von Truppen der Horde überwältigt wurden. Vermutlich werden sie nun in einem Gefangenenlager nordwestlich von Taran Mill festgehalten. Lord Terranus möchte die Elfen unbedingt für die Allianz gewinnen.
Er bittet sie, die vermissten Krieger zu befreien und wieder in Sicherheit zu bringen. Die Elfen haben ein Kader von Bogenschützen zur Unterstützung ihrer Mission bereitgestellt. Sie werden auch mit Plänen für ein Sägewerk nach Bauart der Elfen ausgestattet. Also, wir sollen gefangene Elfen befreien und zum Leuchtkreis führen. Das ist ja noch ziemlich simpel. So, hier haben wir diese obligatorischen Hinweise, die ich mir niemals durchgelesen habe. Und wir haben schon eine richtige Armee hier. Irgendwo, da ist der Arbeiter. So, zwei Schiffe. Sehr spezielle Einheiten. Ich weiß gar nicht, ob damals... Übrigens, ich muss einen Hof bauen, ich habe gar keine Ressourcen mehr. Ob damals im ersten Warcraft bereits Schiffe gab's? Ich muss zugeben, ich habe echt mit dem zweiten angefangen. Aber wie gesagt, ich war ja noch ziemlich jung. Und kannte das auch alles gar nicht. Aber ich würde sagen, mit diesen Units kann ich eigentlich schon den Angriff beginnen. Die müssten ungefähr hier oben gefangen sein. Und da sind auch schon die Kontingente, die anderen Gegner. Die Axtwerfer sind sozusagen das Gegenstück zu den Bogenschützen bei uns. Und die Grunzer das Gegenstück zu den Soldaten. Ah, schon fertig. Einen können wir bauen. Übrigens, wenn man eine Meldung hat, wie zum Beispiel das LED-Lied und man wird angegriffen oder so, kann man die Leertaste drücken, die wichtigste Taste eigentlich auf dem Keyboard, um sofort dahin zu springen. Dann gibt es natürlich die typischen... jetzt habe ich zu wenig Gold. Die typischen Hotkeys, die ich aber in diesem Spiel früher wirklich nicht benutzt habe, weil sie teilweise nicht so gut gelegt sind. Also beim Arbeiter, da geht das ja noch. Also der hat jetzt, wie man hier unten sehen kann, Arbeiter ausbilden, das A in Gold, das heißt die Taste A. So funktioniert es nicht, weil wir zu wenig Bauernhöfe haben. Der Vergleich dazu bei den Orks ist es das oder der Peon? Ich glaube, der Peon heißt das. Das ist das P. So, wenn man jetzt auf der Tastatur guckt, P jetzt da drücken, naja, also das ist wirklich ein bisschen umständlich. Zusätzlich kommt, dass ich hier mein Mikro genau vor der Fresse habe und gar nicht wirklich die Tastatur sehen kann. Bisschen Hotkeys werde ich verwenden, wie zum Beispiel, hier habe ich jetzt mit Steuerung an 1 auf Taste 1 halt die Units hier gelegt. Und die ersten vier Tasten verwende ich meistens, also zum Beispiel 4 jetzt... das Rathaus und noch ein paar andere Units. Die ersten beiden überwiegend mit Angriffsunits. Und so gehe ich meistens vor. Da war ja auch früher ein bisschen abgegrenzt. Es gab nur 9 Units gleichzeitig, die man sozusagen markieren konnte und losschicken konnte. Das ist natürlich heute ein bisschen offener. Früher konnte man es nicht wirklich. Und deswegen musste man da ein bisschen mehr einplanen, wie man die Units verwendet. So, und hier drin sind die gefangen. Da müssen wir mal eben... So, da sind sie auch schon. Oh, da kommen noch ein paar Gegner. So, die können wir jetzt verwenden. Die müssen wir jetzt eigentlich nur hier rüber schicken und dann haben wir die Mission auch schon wieder geschafft. So einfach ist das. Also nicht wirklich herausfordernd bis jetzt. Aber gut, das macht ja auch nichts. Und so erstmal wissen wir, wie das Spiel so ein bisschen geht. Ja, dies war Mission Nummer 2. Speichern wir gleich in... Jetzt nehmen wir es aber Mission 2. Speichern. Und ich würde mal sagen, mit... dieser zweiten Mission beenden wir auch die erste Folge von My Old Favorites Warcraft 2. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Likes, Kommentare und Feedback werden gerne angenommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von My Old Favorites Warcraft 2. Bis dann!